So, ihr Lieben, willkommen zu diesem neuen Video. Es ist wieder soweit. Ich habe wieder mega Bock drauf, was aufzunehmen, beziehungsweise ein Reaktionsvideo zu machen. Heute mal wieder, naja, typisch Lost Place Fails, wie man es halt nicht macht. Ich habe mir was rausgesucht, und zwar, die Jungs gehen in eine verlassene Fabrik. Ja, gehen in eine verlassene Fabrik. Ja, und dann machen sie das, was viele machen. Sie benehmen sich nicht. Das heißt, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Es ist ein Hochformat-Video. Ja, egal, los geht's. Hallo mensen, welkom terug bij een nieuw video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets anders doen dan normaal. Vandaag gaan we naar een verlaten soort van fabriek. En dit is best wel, zeg maar... Bisher habe ich kein Wort verstanden. Wer es versteht, ist gut. Wir gucken uns das ganze Video an. Also ich gucke es mir komplett an und schneide euch dann so meine Reaktion zusammen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Los geht's. Ja, war leuk, maar als je... Ganz wichtig. Als je het heel leuk vindt, vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Ik ben met. Ja, abonnieren, das habe ich verstanden. Ganz wichtig ist erstmal, der gute Holger macht sich erstmal ein Bierchen auf und einen schönen Abend. So, jetzt kannst du weitergehen. Iron, ja. En die gaat even mijn telefoon overnemen. Ich schätze mal vom Alter her 16, 17. Denk ich mal. Oh, mijn jas. Meneer. Oh, oké, let's go. We gaan nu naar de verlaten fabriek. Je moet even rennen, want ze... Dat is een drukke weg. Was rennen ze denn jetzt? Sind ze aufgeregt? Eine Location jetzt nicht irgendwie was Sehenswertes. Also es ist immer, eine Location ist immer sehenswert. Aber es ist halt eine Firma, wo schon nicht mehr so viel drin ist. Denke ich mal. Aber trotzdem. Flikker die bij. Is hier echt glad. Waar is dat ding? Ik zie hier ook Thunder Kings en hier is een trap naar boven. Dit ziet er zo niet veilig uit. Is een kelder, ouwe. Also bis hierhin alles gut. Die Jungs erklären halt ihre, wie sie auch machen, ihre Eindrücke und bla bla bla. Und jetzt ernsthaft von meiner Uhr? Der Akku leer. Ernsthaft? Bitte aufladen. Ah, das muss ich ja dann auch mal machen. Mach ich dann. Und da fängt's an. Da fängt der ganze Blödsinn an. Hart. Mega Leute, mega Jungs. Könnt ihr echt stolz auf euch sein. Echt klasse. Daumen hoch. Eben nicht. Das sind ja solche Jungs, die, also ich sage jetzt nicht Urbexer, sind halt solche Jungs, die, wo jede Tür aufgemacht werden muss. Auf Biegen und Brechen. Nee, wel, godverdamme, is het nou focus drink? Aber das Video ist sogar mit Schnitt. Da stellt sich mir die Frage, warum habt ihr denn das sowas nicht rausgeschnitten? Gefunden, das fressen wir da. Oh, ja, die. Und die Frage stellt sich, warum? Was hat denn das jetzt für einen Zweck, dass der da diesen Boden von diesem Schrank da einlatscht? Was hat denn das für einen Zweck? Darüber nachgedacht, finde keinen. Die nächste Tür, wa? Und? Kijk hier. Dit hebben we erop gegooid. Oh, wat is hier dan? Stel maar water. Oh, ja, echt serieus. Clean. Die können echt keine Tür mit den Händen aufmachen. Also habe ich das Gefühl. Ne, ich habe nicht nur das Gefühl, es ist so. Das kriegen die nicht hin. Ja, deze deur zit er überhaupt niet meer. Dit was er eerst nog niet. Huh? Heel kapot gemaakt, serieus. Wow, die schoenen, gap! Hey, jongen. Geh verder, kom. So, also die Jungs bewegen sich weiter. So zwei, drei Türen haben sie schon mit den Füßen aufgemacht, was ich überhaupt nicht in Ordnung finde. Dann ein sinnloses Rumgelatsche auf irgendwelchen Böden von irgendwelchen Schränken. Ich habe schon wieder drüber nachgedacht, dass ich finde da keinen Sinn drin. Die kriegen keine Tür mit den Händen auf. Ich lache mich tot.
Ob die das daheim auch so machen, möchte ich mal die Bude sehen von den Eltern. Hat er wirklich gerade versucht, die Tür aufzutreten, obwohl sie nach außen aufgeht? Ich habe jetzt richtig geguckt, oder? So. Oh. Diese Tür geht nach außen auf. Seht ihr das? Also hier, die geht so auf. Hier sind die Scharniere. Und der latscht echt davor. Aha, alles klar. Tropischen Dürre. Ja, mega. Nutzt doch mal einen Türgriff, vielleicht ist er offen. Oh. Das ist verleden Zeit. Und das ist sehr sicher. Oh, wird drauf frappen. Das ist es. Das ist das, dieses Stück. Ich habe das bei YouTube gefunden, das Video. Und habe genau die Stelle im Video gleich reingezoomt. Oder wie sagt man denn? Ja, wenn ich den reingeklickt. Warte. We gaan nu naar boven toe, jongens. Automatische brandweer in. Nee. Automatische brandweerinstallation. Vermoed ik. Brandweerinstallatie bij brand of verlamd ruimte onmiddellijk verlaten. Dan kan men ja nog bier drinken. Wenn man abends zo'n blödsinn ziet hier. Dat bewaak ik zonder. Ah, jetzt kommen Hunde. Vielleicht Security, Wachschutz. Mal sehen. Moeten weg hier. Oké, mensen. We hoorden dus net keihard honden blaffen. Hunden blaffen? Die Sprache. Nog steeds. Was hat denn der da gerade weggeworfen? Was hatte der da gerade weggeworfen? Der hat irgendwas in der Hand. Ein Stock. Und wirft den einfach sinnlos in die Ecke da. Ich habe wieder drüber nachgedacht. Ich finde da keinen Sinn drin. So, der Wind steht hier Das ist heute mein Held. Hier ist auch alles eingetrappt. Und hier stand früher ein Mur. Sagt er, hat er, also ich kann das ja schon ein bisschen verstehen. Er hat gesagt, hier ist alles eingetroppt. So. Oh. Warum? Weil der es macht. Hört mal hin. Hört genau hin. Hier ist auch alles eingetrappt. Eingetrappt, also eingetreten. Und hier stand früher ein Mur. Aber wo die Mur ist. Leute, ich habe vorhin gesehen, ich habe hier voll das rechte T-Shirt an. Das liegt daran, dass ich meinen Kleinen heute auf dem Arm hatte. Vorhin zum Armbrot und oder beziehungsweise hat er vorhin geweint. Ja, passiert. Das ist so billig. Also er hier, der Freund, Kollege hier, der ist gerade mal 16, schätze ich mal. Der ist der absolute Übeltäter hier. Der ist der, der alles einkrabbt. Wer weiß, was er jetzt schon wieder vorhat. Wir liegen mehr als ein halber. Jetzt wird's mystisch. Over het terrein heen, kijken of we nog wat dingen of plekken konden vinden. Ah, oh, die is zwaar! Wird das mit Gitter rausgehebelt? Naja. Wie war das mit dem Lost Place? Wenn ein Eingang da ist, kann man reingehen, wenn nicht, dann nicht. Und lade fallen. Was war das? Und die Gegner, das geht doch bestimmt nicht wieder drauf. So schätze ich die Jungs mal ein. Jetzt einfach mal so, ich sag das mal so. Ich muss sagen, so gefällt mir das Lost Place alleine. Also nur das Lost Place gefällt mir, weil ich ja absolut auf. Ich stehe auf Industrie. Ich finde das geil. Und ich stehe auf Industrie, die auch so ist wie hier in dem Video. Es muss nicht immer die Kaffeetasse heiß sein. Wie ich es immer so schön sage. Da höre ich doch schon wieder klimpern hier und poltern. Na, wer wohl? Der Kollege Schnürschuh. Marte Politi. Die Polizei kam?
Ich würde es mir wünschen, wenn die mal, wenn die Jungs jetzt mal mit der Polizei rausgeholt werden, damit sie mal einen Ditcher kriegen. Ja, ich habe ja unstabil. Aber ganz ehrlich, ein bisschen lebensmüde sind die ja schon. Ich bin eigentlich ein bisschen genervt von denen. Nee, eigentlich, ich bin eigentlich, seitdem ich das Video entdeckt habe, genervt von denen. Man hört Sirenen, ist ja sehr interessant. Boah, ich kann da nicht mehr drauf gucken. Da wird ja nicht schwindelig. Also. Wo sind sie mit dem Fahrrad hingefahren? Oh. Okay, Mensen. Laatste tijd. Politie. So. So, genau. Das war ein neues Reaktionsvideo. Wir haben heute nur eins gemacht. Ich schnippel das jetzt zusammen. Keine Ahnung, wie lange es geht. Und war interessant, sag ich mal. Mein Monitor ist voll dreckig. Ich muss hier was machen. Ist das innen drin? Oder liegt das in dem Video? Es könnte sein, dass das nur das gekrieselte Video-Handy-Aufnahme ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt was Nettes in die Kommentare. Wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Ab und an kommen nochmal Reaction. Auch bald mit Christian. Und ja, also hier sieht man wieder mal nicht, hier sieht man mal wieder, wie man es nicht macht. Und ich sage bis dahin, auf morgen, bis Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.